Recht herzlich willkommen zur 261. Folge von City Skylines. Ja, der GameZoon.de sagte in den Kommentaren noch, so eine große Stadt hat er noch nie gesehen. Ja, das ist auch lange, lange Arbeit in 261 Folgen, wie wir ja jetzt schon haben. Und da ist es natürlich nicht so einfach, mal gerade eben was zu bauen. Das muss man hier schon ein bisschen länger in Anspruch nehmen, ne? Okay, das ist jetzt ein Flieger mit, ja, schön, jetzt ist ja mal wirklich was Feines, den Flieger mitzunehmen hier. Krass, oder? Der macht gerade eine Warteschleife, aber er ist doch gestartet, ne? Wo will denn der hin, dass der hier so komisch fliegt? Okay. Oder fliegt er jetzt in der Warteschleife zum anderen Flughafen? Das könnte natürlich auch sein. Oh, doppelt geschossig, das muss ein großer Airbus sein. Oder eine Boeing. Naja, jetzt ist der schon ziemlich hoch am Fliegen, dreht seine Kreise. Ich bin gespannt, ob der bei uns wieder runterkommt. Flugziel Westwood. Okay, das ist eine Nachbarstadt, oder? Wie verhält sich das Spiel, wenn... Ah, okay, alles klar, er hat das jetzt verlassen. Über die Dingensgrenze hinaus, dann sind wir raus und dann ist das weg. Alles klar. Gut, was hatten wir? Wir hatten ganz viele Statistiken hier aufgerufen letztes Mal zum Schluss und haben hier geguckt und Bodenrichtwerte und Einnahmen und Ausgaben und was weiß ich was alles. Haben natürlich beim Nahverkehr wieder gesehen, dass die Einzigen, die Geld eingenommen hatten, wie man gerade sieht, hatten, die Betonung liegt auf hatten, auf der U-Bahn. Ja, der MAZ war das damals, der dann gesagt hat, so wie wir es aufgebaut haben, kann man auch kein Geld verdienen, ne? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es ja jetzt besser geworden, aber leider meldet er sich nicht mehr. Taxi 441, ja, musste man mal schauen, ne? Was wir da jetzt weitermachen? Was haben wir hier für Probleme? Müllprobleme, ja. Müll bedeutet, wir müssen mal schauen, wo wir das loswerden. Wir hatten ja jetzt die Karte gedreht durch den Flieger. Ich glaube, da hat er uns ganz schön viel verdreht, ne? Ah, wir sind aber so richtig eigentlich. Oh, hier gibt's Stromprobleme. Ganz viele Stromprobleme gibt's hier. Okay. Dann. Ja. Ist das gar nicht gut? Woran liegt's, ist die Frage. Hier schon alles aktiv. Hier gibt's noch was wir aktivieren können. Das sollten wir dann auch schnell tun. Vielleicht kriegen wir dann wieder ein bisschen mehr Wind eingefangen, um Strom zu erzeugen. Die sind jetzt alle an. Der landet jetzt gleich da, oder? Jo. Krass. Strom geht noch nicht hoch. Wir haben hier hinten noch Möglichkeiten, die wir dann auch noch machen sollten. Ein paar Windräder an, die wir hier noch haben. Das sind ja einige, die wir hier einschalten können, wie wir gerade sehen. Kommen aber irgendwie nicht gerade hoch, ne? Weil auch relativ Flaute ist, kann das sein. Ist schon an, leuchtet nur noch nicht blau. Okay. Es kommt ein bisschen was mehr rein an Strom. Die Frage, ob der da auch hinkommt, wo er fehlt. Hier ist noch ein Windpark. Da geht's weiter. Die sind jetzt auch alle an. Hier in der Nähe war doch gerade noch was, oder? Da sind noch welche. Kommen aber nicht auf die Top-Leistung gerade. Hier unten wird's miese. Hier ist noch was. Ja, das mögen die nicht, das ist klar. Okay, ach guck mal, hier können wir noch die Sonne einfangen. Sollten wir vielleicht mal richtig tun. Kostet uns 1200 im Monat, aber sollte jetzt einen größeren Satz gleich geben, oder?
wenn dann die Sonne scheint. Ja, das war schon ein großer Sprung. Aber wir sind noch knapp an der Grenze, ne? Hier gibt es noch vier, die machen wir auch noch an. Ah, hier sind auch noch einige. Unzufriedene Nachbarn haben wir dann, ist klar. Und dann haben wir da noch drei. So. Hier sind noch zwei, die nehmen wir auch noch mit. Ja, jetzt ist jetzt die Frage. Wir sind leicht drüber. Okay, hier gibt es auch noch was. Hier unten sind wir jetzt bei 8 Miesen. Okay, hier hätten wir noch mehr, aber ich würde jetzt gar nicht mehr machen wollen, weil wir hier so bei 1924 Grad sind. Wir haben 200, nicht ganz 200 Überschuss. Vielleicht sollten wir es doch ein paar anmachen hier noch. Vielleicht hier hinten am Bahnhof. ...1950 ist der Stromverbrauch, der steigt jetzt auch noch interessanterweise gerade. 1751, 1938, ja, wir werden aber gerade mit ein bisschen mehr klarkommen. So, hier noch ein paar Windräder an. Dann haben wir sie auch bald, glaube ich, schon alle an, die stillgelegt waren. Jetzt haben wir mehr wie 200. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Die lassen wir da stehen. Hier ist der große internationale Flughafen. Ja, da kann ja nur hier irgendwo Windräder sein, die nicht mehr laufen. Ne, noch nicht mal. Die sind schon alle eingeschaltet. Das bedeutet, wir sind jetzt mit dem Strom am Maximum. Jetzt haben wir hier volle Flächen. Gebäude leert sich, ist alles okay. Die haben wir noch aus. Wir hatten aber eben irgendwie ein Müllproblem, oder? Schalten wir nochmal eins ein hier. Also irgendwo waren Müllprobleme vorhanden, ne? Sagen wir es so. Da gab es Feuerprobleme. Ja, jetzt sieht es hier einigermaßen aus. Hier ist wieder Strom. Hier sind aber einige Industrien leerstehend. Hier war das Müllproblem in der Ecke. Im Großen und Ganzen sieht es nicht schlecht aus, ne? Hier ist ein Taxistand, oder? Den machen wir doch mal an gerade. Haben wir schon so viel Geld ausgegeben für den Verkehr. Frachtschiff, okay, fährt auch nicht so gefüllt weg. Die Leute sind da drauf, gar keine. Und das ist weg. Da sind tatsächlich 6 drauf und da sind 2 drauf. Ist die Frage, ob die Anlieferung... Ah, da ist so mehr. Es kommen Leute. Okay, dann geht das, ja. Nehmen wir gerade den Bagger. Und machen wir gerade die Gebäude hier weg. Vielleicht freuen sich dann auch wieder die Leute mehr, wenn hier kein Ruinenstaat ist. Zeppeline, das ist ja echt blöd, ne, dass da so viele stehen. Warte mal, da war noch was mit Brand. Die hatten da gerade ein Problem mit zu teuer oder so. Ja, Müllverbrennungsanlagen wären vielleicht noch ganz interessant, ne? Hier sieht alles ganz grün aus. Oh, oh, die haben keinen Strom. Aber das liegt daran, dass da gerade keine Häuser sind. Okay. Jetzt sollten die auch wieder Strom kriegen.
Und dann gehen die Häuser auch nicht weg. Ist denn da noch Wohngebiet dazwischen? Ja, aber das ist nicht ausgewiesen. Deswegen haben die keinen Strom. Alles klar. Ja, dann machen wir da noch was hin. Dann können da auch noch ein paar Gebäude wachsen. Ne? Und dann ist das auch mit dem Strom kein Problem. Okay, ist das soweit auch gut? Hier ist ein Müllproblem. Das ist hier ein Gebäude, ein Güterbahnhof. Ne, wir können uns das gerade nicht so leisten. Wir haben gerade wieder schlechte Zahlen da unten. Da ist Agrar. Da ist auch eins zwischen. Denen sind die Preise zu hoch. Was hat er für ein Problem hier? Mach den Bagger aus. Und guck mal rein, weil nicht genügend Nahrung. Okay. Die Notunterkunft hat nicht genügend Nahrung. Tja, das ist ja komisch. Warum ist das denn jetzt mit mal so? Weiß keiner, ne? Hier kann man nochmal was wegreißen. Und die Bodenrichtwerte sind hier zu teuer, deswegen sind die schon alle am Meckern und werden ausziehen. Das sind Wohngebiete, da könnten wir ja mal gerade checken. Sind diese, können wir mal 10% machen, oder? Daniel, achso, wir könnten mal hier gucken, wo die Rechtwertspreise sind. Oh, war das hier? Irgendwo konnte man das sehen, wie zufrieden die sind, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Steuern. 13, 11, 10. Die sind schon soweit geklärt. Nee, das muss woanders sein, ne? Wasser. Irgendwo hier muss das sein. Hier ist es. Gewerbegebiete, die sind nicht so zufrieden sind. Insgesamt sind sie alle zufrieden, ne? Industriegebiet sogar sehr zufrieden im Endeffekt. Wir müssten da mal gucken, dass wir da steuertechnisch dann was dran drehen, oder? Wenn die so zufrieden sind. So. Bürogebäude 87, 88. Das heißt, die können hier noch eine Steuer mehr kassieren. Und die auch. Na, 15 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 14 geht doch. So. Aber hier ist der Bodenrichtwert noch zu hoch, ne? Steuern sind zu hoch. Aha. Haben wir doch gerade gesenkt. Für euch. Kann man das noch? Nein, kann man nicht. Können wir aber so lassen, würde ich sagen. Ach, jetzt sind sie glücklich. Das ist ja schön. Wenn man einmal da vorbeischaut, ne, dann werden die gleich glücklich. Kaum zu glauben, oder? Bei denen auch so? Na dann. Lassen wir so. Schauen wir mal, dass wir diese beiden da wegreißen. Was fehlt denn denen da? Kleidung? Oder was ist das? Gebildete Arbeiter sind da verlangt, genauso wie da auch. Ja, Schulsystem, ne? Wieder das Budget aufrufen und wieder reingucken, wie das da so läuft, oder? Schulsystem ist bei 100%. Feuerwehr 85. Ne, Polizei ist das. Feuerwehr ist hier. Die erhöhen wir jetzt mal auf 100%. Es wird zwar teuer, aber es geht gerade auch ein bisschen hier runter wieder. Müllabfuhr liegt schon bei 120%. Ja, die sind schon am Anschlag, ne?
Busse, 50% in der Nacht. Stellt sich die Frage, ja, was passiert da mit den Bussen und so, das Budget, das ist halt die Frage. Das muss man eigentlich noch mal aufarbeiten, ne? Aber es ist halt schwierig hier. Es sind halt nur 7 Leute drin, ne? Liniendetails, das ist Linie 7. Diese also. Die fängt da an und hat keine Leute da drauf. Fahrzeuganzahl einer. Ein einziger Bus fährt da. Reicht ja für die paar Männerchen in dem Sinne. Jetzt ist die nächste Frage, wenn mehr fahren, würden dann mehr mitfahren? Das ist die Frage. Wo steht das? Ja, guck mal, kannst du so einen schicken Schulbus umstellen, zufällig, okay? Wenn ihr passiere, 6 Einwohner, 0 Touristen. Linienlänge ist 2,2. Ersparte Autofahrten 0%, ist klar. Will ich da was dran ändern? Das ist jetzt die Frage. 10 von 30. Ja, das ist schwierig. Wenn hier jetzt so eine Bushaltestelle ist, Linie 7, ne? Der fuhr ja irgendwo lang, ne? War das hier? Wo war der? Da ist die Straßenbahn. Steuern sind zu hoch. Ah, das wollen die nicht, ne? Die Einfamilienhäuser sind einfach am Jaulen. Da sollten wir doch die Steuern wieder rückwärts machen. Das nützt nichts. Hier machen wir wieder 12% raus. Und dann ploppen die alle sofort weg, ne? Also alle nicht, aber viele schon mal auf jeden Fall, wie wir sehen. Aber es ist knapp am Nullpunkt. Ja, müssen wir weiter gucken. Weiß ich auch nicht so genau, wie wir das noch in den Griff kriegen. Wenn da einer eine Idee hat, bitte in die Kommentare. Vielleicht habe ich irgendwas Konkretes übersehen, woran es liegt, dass das alles nicht läuft, so mit den Bussen und den Budgetplanungen. Hier, das ist, ne? Da muss positiver werden in dem Sinne. Ich weiß nicht, es ist schlecht. Die U-Bahn ist das Einzige, was Gewinne abwirft. Und das wahrscheinlich auch nur gerade mal so. Taxis 125. Ja. Oh, jetzt fahren die Taxis gleich plus ein, ne? Vielleicht sollten die Taxis mehr nachts fahren. Haben wir das Budget auf Nacht gestellt für Taxis? Ja, das ist genau umgekehrt. Sollte man das doch mal umdrehen, ne? Machen wir das mal so. Vielleicht kommen die dann ins Plus. Die ganzen Betrunkenen können dann nachts mit dem Taxi fahren, ne? Hier ist jetzt immer noch Gemecker wegen Steuern zu hoch. Wer ist denn das? Sind jetzt die Dingens, ne? Industrien und Büros. Räume. Die sind jetzt noch am Meckern. Also machen wir hier wieder eine 13. Und da machen wir 12. Und dann poppen die alle weg, will ich hoffen. Geht natürlich hier dann derbe hoch. Auf der anderen Seite haben wir wieder zufriedene Leute jetzt dazukommend. Ja, okay, würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und einen Daumen hoch gebt, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich die nächsten Videos hochlade. Alles klar, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.